Willkommen zurück bei Beyond the Edge of Ulzgard. In der letzten Folge sind wir hier bei den Wölfen gewesen und haben ein Dokument geholt und den Schlüssel, dass wir wieder rauskommen. Jedenfalls haben wir diese Eule befreit und die will uns jetzt was zeigen, aber reden wir erstmal mit ihr. Gwen, sag mal, wir gehen in die Berge, dorthin, wo ich herstamme. Es gibt da etwas, das du sehen solltest. Na gut, dann lass uns gehen. Dann gehen wir mal hier raus, ne? Aus dem Wald raus. Ah, und dort sind die Berge. Na, dann gehen wir mal in die Berge. Wow, was ist das für ein Ort? Ich erkläre dir alles. Nun, wir Eulen hatten seit dem Erscheinen der Maschinen eine Vermutung. Und da ich, wie es aussieht, die Einzige bin, die seit dem Erscheinen der Maschinenwesen übrig geblieben ist, werde ich es dir wohl allein erzählen müssen. Wir Eulen waren vor vielen Jahrhunderten einmal im Besitz eines uralten Wissens. Ein Wissen über Dinge, die älter sind als alles, was wir kennen. Dinge und Ereignisse, die zurückreichen bis zum Anbeginn unserer Welt. Und dieser Ort hier hat etwas damit zu tun? So ist es. Das, was du hier siehst, sind die Überreste der alten Bibliothek der Eulen. Seit Anbeginn der Zeit lagerten hier Dokumente, in denen unser gesamtes Wissen niedergeschrieben war. Nun spann mich nicht so auf die Folter. Um was für ein Wissen handelt es sich? Nun ja, da liegt der Hase im Pfeffer. Das wissen wir nicht mehr. Vor 500 Jahren gab es einen gewaltigen Brand. Alles wurde zerstört. Ist denn gar nichts übrig geblieben? Nicht, dass wir Eulen wüssten, aber manche waren stets anderer Meinung. Du glaubst gar nicht, was ich da drinnen alles gefunden habe. Die anderen Wölfe werden Augen machen. Toll, schön für dich. Ich habe nur so ein paar alte Stapel Dokumente gefunden. Das ist so typisch. Gehen wir erstmal in unser Lager, bevor uns diese Eulen bemerken. Die anderen Wölfe sind mit ihrer Ausbeute schon dort. Aha. In dieser Lagerhalle ist noch ein wenig Platz für diesen Mist. Soll ich dieses Gekritzel nicht doch lieber wegschmeißen? Nee, wirf es einfach dort hinten in die Ecke. Vielleicht hat es irgendwann noch einen Nutzen. Na meinetwegen. Manche Zungen sprachen von einer gezielten Brandstiftung durch die... Die Wölfe. Bingo. Und seit unserer letzten Begegnung mit diesen Rüpeln bin ich mir dessen mehr als sicher. Sag bloß, dieses Dokument stammt ursprünglich von hier. So wird es sein. Ein 1000 Jahre altes Dokument aus der Bibliothek der Eulen. Und höchstwahrscheinlich sind die Wölfe im Besitz von weiteren Dokumenten. Ich verstehe nur Postkutschenhaltestelle. Was hat das alles miteinander zu tun? Wie ich während meiner Gefangenschaft mitbekommen habe, sind die Wölfe seit dem Erscheinen dieser Maschinenwesen wieder auf die Dokumente aufmerksam geworden. Sie scheinen inmitten der alten Zeilen irgendetwas gefunden zu haben. Ein Hinweis auf etwas Uraltes, voll immenser Macht. Etwas, das irgendwie in Verbindung mit dem plötzlichen Erscheinen der Maschinenwesen steht. Oh Mann, jetzt wird's aber abgefahren. Könntest du auf dem Dokument denn irgendetwas erkennen? Ich werde versuchen, es notdürftig zu entziffern. Es ist die Beschreibung eines weit entfernten Ortes. Ich kann den Namen sogar übersetzen. Die Insel von Ulzgard. Tret mich doch ein Elch, wenn die Wölfe nicht dorthin reisen wollen. Aber von diesem Ort habe ich noch nie gehört. Die Gebiete hatten damals andere Namen als heute. Hör zu, ich habe eine Idee. Wir müssen in diese alte Bibliothek hinein. Dort gibt es einen Raum mit einer uralten Weltkarte, mitsamt den veralteten Namen. Haben wir dort Ulzgard gefunden, sollten wir sofort aufbrechen und den Wölfen folgen. Vielleicht ist das unsere einzige Chance, diesem ganzen Durcheinander ein Ende zu setzen.
Der Name dieses Ortes hört sich an, als müssten wir übers Meer reisen. Ich habe mir dazu mal ein paar Dinge auf meinem Notizblock notiert. Kapitel 2. Die Reise beginnt. So, na dann gucken wir doch mal. Finde ein Boot für die Überfahrt. Wir wissen, wo das Sinn ist. Finde einen Navigator, wissen wir auch, wo er ist. Finde Olsgard auf der Karte im Innern der alten Bibliothek. Damit fangen wir jetzt an. Jetzt sind wir nur noch kleine Pixel-Matschhaufen, weil wir so klein sind. Aber wir gehen jetzt in den Eingang und dann werden wir schon wieder größer. Genau. Gehe zu Steinblock. Wow. Was zum... Beweg dich nicht. Eines von diesen stählernen Viechern sitzt dort drin. Und es hat deine Schritte in der Nähe des Durchgangs gehört. Bleib du hier am Eingang. Mann, oh Mann, ist das eine fette Eule? Das ist Ravinia die Rundliche, Hüterin der Snacks. Ernsthaft? Nein, ich veräppel dich nur. Keine Ahnung, wer das ist. Aber sie scheint recht lose auf ihrem Podest zu sitzen. Wer weiß, welche Bücher wohl einmal in diesen Einbuchtungen gestanden haben. Wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich hier wohl den Fantasy-Bereich untergebracht. Fantasy? So ein Käse. Nein. Jetzt ist nicht der Moment, um sich lautstark zu verständigen. Von hier unten komme ich da nicht ran. Wie komme ich denn da hoch? Achso, ich habe da eine Eule dabei. Wie kommen wir an diesem Biest vorbei? Keine Ahnung. Es scheint auf das Echo der Schritte zu reagieren, wenn man sich vor der Tür entlang bewegt. Nein, ich bin nicht so der manipulative Typ. Davon bekommt die Statue höchstens einen Sprung. Pass auf, es scheint nur darauf zu warten, dass du einen Schritt weiter gehst. Ich bin ja gespeichert. Oh. Diese stählernen Arme haben definitiv nicht vor, ihre Opfer zu knuddeln. Kommen wir an diesem Biest vorbei? Keine Ahnung. Es scheint auf das Echo der Schritte zu reagieren, wenn man sich vor der Tür entlang bewegt. Die Statue sieht enorm schwer aus. Selbst mit einem Hieb durch den Spaten bekomme ich sie nicht herunter. Jetzt ist nicht der Moment, um sich lautstark zu verständigen. Wer weiß, weg. Da müssen wir wohl erst noch irgendwas holen. Gehen wir halt erst noch mal in die Stadt und gucken, ob wir noch irgendwas organisiert kriegen, was uns da weiterhilft. In die Stadt. Oh. Wo sind die ganzen Tiere abgeblieben? Er ist gerade herrenlos. Er scheint ein paar kleine Schubfächer mit Waren auf der hinteren Seite zu haben. Da sind haufenweise Schals in den hinteren Schubfächern. Okay, nimm mal einen mit. Ich nehme mir heimlich einen. Okay. Oh. Hier passiert. Ist der Met alle? Der König hat es nicht bis hierher geschafft. Er soll mitten auf seiner Herreise verschwunden sein. Und sein Gefolge ebenfalls. Man fand nur noch Reste von Rüstungen. Sie sollen alle entführt worden sein. Von Maschinen. Woher kommen diese Mistviecher nur auf einmal? Kaum einer traut sich noch aus der Stadt heraus. Sicher stecken die Wölfe hinter all dem. Aber, Freunde, hört mir mal zu. Irgendetwas Seltsames geht hier vor. Und die Wölfe haben damit gar nicht mal so viel zu tun. Sie sind lediglich hinter etwas her, das mit dem Erscheinen dieser Maschinenwesen in Verbindung steht. Wir müssen unbedingt herausfinden, was es ist. Ja.
Finn, hinter dir! Versteckt euch alle! Wie? Da haben wir ihn ja, unseren kleinen Strauchdieb. Du hast etwas, das uns gehört, Freundchen. Ich, natürlich. Dieses Dokument? Bitteschön. Warum vertragen wir uns nicht einfach? Diplomatischer Weber. Hey. Ich habe keine Ahnung, woher du von unserem Vorhaben weißt. Aber ich werde niemals zulassen, dass so ein mickriger Knospenfresser wie du dazwischen funkt. Vater, es reicht. Du hast recht, Jarlena. Wir haben keine Zeit. Seht euch doch nur an. Eine Stadt voller kleiner, armseliger Tiere, die nichts sind ohne die Hilfe ihres Königs. Wenn ich daran denke, dass eure Art für die ewige Isolation meines Volkes verantwortlich ist, wird mir regelrecht schlecht. Bald geben wir euch einen Grund, wirklich Angst vor uns zu haben. Gehen wir. Wo ist die Eule? Ich brauche sie. Ja, Lena. Ich komme. Deine Neugierde in Ehren, Fräulein. Aber ich muss dich wohl erneut an unser Gespräch erinnern. Man redet nicht mit denen. Lass dir das Schicksal deines Großvaters eine Lehre sein. Und jetzt spute dich. Es ist höchste Zeit. Finn! Finn! Geht es dir gut? Es tut mir so leid, ich konnte nicht. Ist schon in Ordnung. Wir müssen diesen Mistkerlen unbedingt folgen. Was geht hier vor sich? Das würde ich dir zu gerne sagen können. Aber Gwen und ich werden der Sache auf den Grund gehen. Vorher müssen wir allerdings von diesem Festland fortkommen. Gibt es nicht an der Küste bei Bolek ein Boot? Mit dem verwahrlosten Boot kommst du nicht mehr weit. Folgt mir, ihr zwei. Ich habe wohl etwas, das ihr brauchen werdet. Bei den Maulwurfminen könnt ihr mich finden. Okay. Das klingt doch verheißungsvoll. Was auch immer ihr da auf der Spur seid, passt auf euch auf. Wir werden hier bleiben und unsere Familien beschützen. Wir zählen auf euch. Wir zählen auf euch. Ihr werdet es schaffen. Passt gut auf euch auf. Ich wünsche euch alles Glück, das ihr brauchen werdet. Und dann gehen wir jetzt zu den Maulwurfsminen. Hat da überall seine Haufen hingemacht. Na dann hin. Hier sind die überall auf der Karte verteilt. Aufgepasst, ihr beiden. Um den Wölfen übers Meer zu folgen, werdet ihr ein Schiff brauchen. Oha, wirklich? Ich dachte da eher an eine kolossale Gummiente. Psst, Gwen, benimm dich! Tief im Inneren der Maulwurfminen gibt es eine Grotte. Dort liegt noch ein Schiff, mit dem wir vor ein paar Jahren Gestein über das Meer transportiert haben. Nimm diesen Schlüssel.
Er wird euch den Schacht öffnen, welcher hinab in die Grotte führt. Aber ihr solltet aufpassen. Ich habe das Gefühl, dass sich in den alten Gängen noch mehr von den metallenen Biestern herumtreiben. Vielen Dank. Verzeiht mir, dass ich so kurz angebunden bin, aber ich muss zu meinen Kindern zurück, damit ihnen nichts passiert. Viel Glück euch beiden. Wir setzen alle unsere Hoffnungen in euch. Sehr schön. Er öffnet uns so manch geheimen Durchgang in den Maulwurfminen. Dann gehen wir doch mal rein. Oje, da soll ich durch? Ach, bloß die Eule passt da nicht durch. Oh Mann, da passe ich nie durch. Ich bin viel zu wohl genährt für diesen schmalen Spalt. Dann müssen wir den Durchgang irgendwie vergrößern. Ich schaue mich mal um, ob ich etwas dafür finde. Warum hast du den Schlüssel hier ins Schlüsselloch, ne? Wow. Sieht aus wie ein tiefer Schacht mit einem Aufzug. Besonders vertrauenerweckend sieht er nicht aus. Damit kann man den Aufzug in den Schacht hinablassen. Der Aufzug bewegt sich nur nach unten, wenn an dem Handrad gedreht wird. Ich werde wohl Gwen brauchen, um mich in diesen Schacht hinabzulassen. Aha, okay. Dann gehen wir erstmal weiter gucken. Küste. Ist hier was Neues? Kann man den sein Glas mitnehmen? Wow! Was ist das denn? Keine Ahnung. Es kam vorhin durch den Höhlenboden. Und jetzt steckt es fest. Okay, dann machst du mal das Glas an uns. Was jetzt? Dieses Biest hat die ganzen Käfer vertrieben. Du hast vielleicht Sorgen. Was machst du noch hier? Ich lasse mir von diesem komischen Ding doch nicht meine wertvollen Käfer abspenstig machen. Du bist doch völlig irre. Ja, ja. Das sagt man häufig zu ambitionierten Leuten. Was ist das da? Ich müsste lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir keinen kalten Schauer über meinen pelzigen Rücken jagt. Ich war einem der Käfer ganz nahe gekommen und hätte ihn fast gefangen, als es plötzlich einen mörderischen Rums gab und dieses Ding hier aus dem Boden schoss. Nun steckt es fest. Zum Glück. Vielleicht kann ich mich irgendwie vorbeischleichen und zu den Käfern gelangen. Wir verdrücken uns wieder. Meinetwegen. Dieses Etwas steckt im Boden fest. Obendrein wirkt es schwerer und träger als jeder Elefant, den ich kenne. Verschwinde dahin, wo du hergekommen bist. Bist du nett zu mir, wenn ich dir da raushelfe? Finn, willst du das ernsthaft tun? Weiß nicht. Meine Neugierde würde mich dazu verleiten. Die eventuellen Konsequenzen sind etwas unberechenbar. Da magst du recht haben. Anderer Plan. Erzähl mir einen lustigen Maschinenschwank. Wow, das glaube ich dir. Bei so einer schlechten Mutter hat man irgendwann eine Schraube locker. Aufhören, bitte. Bin dann mal weg. Mutet an wie Tentakel, ausgestattet mit seltsamen Bohrern, planlos wirbelnde, aus hartem Material gefertigte Tentakel, um präzise zu sein. Kann man die Arme irgendwie... Die Bohrer sind fest verbunden mit den Armen. Ich bräuchte wohl so etwas wie eine enorm scharfe Klinge, um sie abzutrennen. Na gut, eine scharfe wird's nicht geben, ne? Das will ich mir nicht kaputt bohren lassen. Ich habe eine Idee. Geh noch mal in den Wald. Da war doch dieser Piranha-Fisch. Vielleicht kann ich den irgendwie einfangen. Jetzt habe ich ja ein Glas. Schau an. Ein kleines Glas. Soll ich das öffnen? Es ist leer.
Dazu muss ich erst einmal in die Nähe. Na, gehen wir mal in die Nähe. Dazu muss ich erst einmal in die Nähe. Noch näher ran? Dazu muss ich erst einmal in die Nähe. Aha. Das muss praktisch in so ein freien Kabel. Hey, kleiner Kumpel. Na, meinetwegen. Jetzt ist der Fisch im Glas stecken geblieben. Der Arme. Der arme kleine Fisch gefangen. Nimm. Dazu muss ich näher heran. Ah, komm, nimm wieder einen Zumpf. Hoffentlich haut er dann nicht ab. Tut mir leid, mein schuppiger Freund, aber ich brauche die Kraft deines imposanten Gebisses wohl noch. Ja, das werden wir gleich mal ausprobieren. Du damit die Arme abkriegen. Was ist hier passiert? Warte mal, jetzt gucken wir uns nochmal an. Hier sind überall Leitungen und Hochspannungsmasten. Wie sind die so schnell dorthin gekommen? So etwas habe ich noch nie gesehen. Merkwürdig. Na gut, wo waren wir jetzt? Dort. Da schneiden wir den Arm ab, dann können wir einen Bohrer. Und dann können wir das wahrscheinlich nutzen. Bissiger Fisch mit Arm. Ha, die scharfen Zähne dieses Fisches haben ganze Arbeit geleistet. Ich danke dir, mein fischiger kleiner Freund. So. Und jetzt können wir wahrscheinlich den Mineneingang erweitern, ne? Den Bohrer werden wir jetzt hier anschließen. Hab ich vielleicht einen Schreck bekommen? Ich habe da so eine Idee. Spaziert, meine liebe Gwen. Die Technologie dieser Maschinen scheint doch für gewisse Dinge nützlich zu sein. Du bist ein Fuchs, Finn. Du bist ein Fuchs, Finn. So, und jetzt geht's. Der Aufzug bewegt sich nur nach unten, wenn an dem Handrad gedreht wird. Siehst du dieses Monstrum dort? Um ein Haar hätte es mich erwischt. Ich bin beeindruckt. Damit kann man den Aufzug in den Schacht hinablassen. Gwen, ich brauche dich hier drüben. Hier bin ich. Kannst du versuchen, den Aufzug so vorsichtig wie möglich herabzulassen, sobald ich auf ihm stehe? Darauf kannst du deinen weiß gepunkteten Rehhintern verwetten. Bist du dir wirklich sicher, Finn? Erinnere dich an die Worte des Maulwurfs, der uns den Schlüssel gegeben hat. Da unten könnte es immer noch von diesen Biestern wimmeln. Lass das mal meine Sorge sein. Oh je. Und wir haben gespeichert. Beziehungsweise wir speichern mal. Finn, bist du dir wirklich sicher? Mach ruhig weiter. Noch habe ich hier nichts entdeckt. Ich weiß nicht. Ich höre dich da unten kaum noch. Ich werde weiter nach unten vordringen. Na gut. Ah, hier war doch was. Da war die Tür zur Grotte. Du kannst anhalten. Gwen? So ein Mist. Sie hört mich nicht mehr. Elender Dreck. Da unten ist wohl jemand auf mich aufmerksam geworden. Jetzt kommt dieses Mistvieh den Schacht hinauf. Ich muss schleunigst etwas unternehmen.
Wir wollen nur mal sehen, was passiert, wenn ich das Sprachrohr nicht nehme. Ne? Klar würde ich jetzt das Sprachrohr der Eule Bescheid sagen, aber... Problem. Finn hatte alles dabei, um sich zu retten. Nur keine gute Idee, wie. Okay. Jetzt kommt dieses Mistvieh den Schacht hinauf. Ich muss schleunigst etwas unternehmen. Finn! Finn, was ist los? Zieh mich hoch! Da war die Tür. Etwas weiter runter. Der Schlüssel des Maulwurfs passt auch hier. Gwen, wir treffen uns dann an der Küste. Geht klar, Finn. Gut, und hier ist das Segelboot. Und wie es weitergeht, das schauen wir uns in der nächsten Folge an, würde ich sagen. Bis dahin sage ich Tschüss, macht's gut. Euer Astronier. Tschüssi.